Moin, Ladies and Gentlemen, heute bin ich hier mit einer Rose, die habe ich auf der Dipmesse bekommen. Ich finde die aber, ich finde hier keine richtige, die ich dir schenken kann. Auf jeden Fall, heute geht es um Schlägereien. Mir sind die Haare gewachsen auf jeden Fall. Achso, ey, ich zieh jetzt wieder meine Mütze an auf jeden Fall. So, ich habe mich jetzt wieder umgezogen, die Mütze ist wieder drauf. Arfa, bitte kommst du her. Seit wann rennst du so weg? Wie geht's Ihnen? Mir geht's sehr, sehr gut. Ja. Sehr, sehr, sehr gut. Jetzt hab ich ihn. Jetzt haben wir. Ich treib ihn in die Enge. Schnell, hol den Sack raus. So machen wir Straßeninterviews. Hast du gesehen, Arfa war bei HR3. Nein. Wenn ich nicht, ich will gucken, ob ich... Oh mein Gott, guck mal, da ist direkt noch ein Playboy. Okay, kennt ihr ihn noch? Was geht ab, Gigo? Ey, was geht ab, alles klar. Erinnert ihr euch noch an ihn? Justin, it's Justin. Justin, komm direkt dazu. Also, meine Frage ist heute, Arfa, ich fange mit dir an. Hattest du mal eine Schlägerei? Hattest du mal eine Schlägerei? PlayStation oder ohne? Ohne, real. Hast ja, du dich? Lange her, Bruder. Also du hattest mal eine Schlägerei? Ja. Yeah. Okay. Hattest du mal eine Schlägerei? Nein, noch nie. Komm, sei ehrlich. Ich hatte noch nie eine Schlägerei. Du musst ehrlich sein. Ey, wenn guck mal. Wie haben sie das geschafft, Bruder? Guck. Wie haben sie das geschafft? Ja, Queen Drama, das kannst du nicht, hä? Fetzer. Oh. Justin? Ja? Yeah. Hattest du mal eine Schlägerei? Ich hatte noch nie eine Schlägerei. Echt jetzt? Du musst dich jetzt erzählen. Du bist schon sympathisch genug, aber sei mal ehrlich. Jeder hat doch immer so seine schlechte Vergangenheit oder und seine vielen Erlebnisse. Ich glaube, der hat nur 3 Ohrfeigen bekommen. Alle. Der ist derjenige, der mal einen Stuhl immer im Club abgeworfen bekommt. Ah, okay. Er ist ein anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang. Ja, alles in Ordnung. Ergebnis eigentlich verdient. Ja, und ja, was haben Sie da unten drin? Zigaretten. Bin schnell eingewechselt worden, da habe ich noch dabei gehabt. Echt? Ich rede hier gerade richtig ernst und so. Ihr macht so Spaß daraus. Nein, ich wünsche mir. Warte. Bruder, guck mal, wir sind hier nicht bei HR3. Wir sind hier bei der Straße. Warte, wir sind hier bei der Straßen und fragen, also hol mal deine Kupferkette raus. Ja, ich fahre Alpina mit Getriebeschaden und Motorschaden. Aber gut, dass man mit Getriebe und Motorschaden fahren kann. Ey, Alpha bekommt jetzt blaue Haken, weil er bei HR3 ein Interview gegeben hat. Ich habe damals Bewährung gehabt wegen Schwarzfahren in der Bahn, weil ich einfach nicht von A nach B gekommen bin, weil mein Getriebeschaden halt vom Alpina da war, du weißt ja. Erzählt mir gerade was. Was war denn los? Was hat der Kasim zu dir gesagt gerade eben? Der hat zu dir gesagt, wie war Pumpkin Monkey sein Video und so, du sollst ihn jetzt im Video sagen, hier. Und dann hat er Kamera aufgestellt, einer auf den, der hat zu mir gesagt, du bist weg von ihm, ich bin weg von denen, hat er zu mir gesagt. Nur das, Bruder, ich bin weg von denen und dann hat sie die direkt geholt und Kamera aufgemacht. Der schreit ihn ab, mach Kamera auf. Was soll sie denn gegen mich auspacken? Ich hab dich ja nicht gezwungen mitzumachen, oder? Nein. Wie alt bist du? 19. Du warst ja freiwillig dabei. Ja, alles gut. Ja, also. Der Hintergedanke ist, das war so. Das aber hätte der echt zu dir gesagt, pack über ihn aus oder... Macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn. Alles gut, die Videos sind ja nur Spaß. Und ja, verstehe ich nicht. Wenn du jetzt nicht sein Typ bist, bist du von 100.000 anderen ihr Typ. Ja, ist auch nicht schlimm. Man muss nicht von jedem der Typ sein. Der war ja selbst auch nicht mein Typ und so. Und das ist ja auch nicht schlimm, weißt du. Guck mal, wenn die zu 30 sind, ist klar, dass sie eine große Klappe haben. Wenn die alleine sind, sieht auch anders aus. Oh, hallo, Huda. Was geht? Wie geht's? Alles Beste. Lange nicht mehr gesehen. Ja, Mann. Wir machen jetzt direkt meine Umfrage weiter. Wie ist die Belichtung? Zeig mal. Wie lange haben wir uns jetzt nicht gesehen? Lange nicht mehr gesehen. Wie läuft das Leben? Erzähl. Alhamdulillah. Wohnst du jetzt alleine? Ja. Du weißt, dass ein Track gegen dich kommt? Ja, ja. Was hältst du davon? Guck mal, Sonja ist meine alte beste Freundin, weißt du? Und guck mal, der hat zuerst geschossen und deswegen, die soll doch machen, was sie will, die soll ihre Ding durchziehen. Meinst du nicht, man kann euch wieder zusammenschweißen? Nein. Ihr wart früher doch so eng miteinander. Ja, aber nach diesem Disrack, dieses Mädchen, das geht gar nicht. Was antwortest du? Guck mal, Kool Savage und Echo Fresh sind auch wieder Freunde. Hä? Na guck mal, du musst ja auch antworten. Ja, ich antworte doch, was das? Ja, was das? Ja, was ist denn das? Mal gucken, wer gewinnt. Ich habe heute eine Umfrage gestartet. Und zwar geht's darum. Hast du mal Schlägereien? Ey, das ist deine Frage, dürfen wir nicht. Normal. Ja, meiner Meinung nach, jeder hat eine Schlägerei. Genau. Ich hab die viele Leute das gefragt. Was war deine krasseste Schlägerei, Huda? Krasseste? Soll ich sagen, wie es war, oder wie? Ja, erzähl, was so krass war. Ich muss wirklich nachdenken, bei Gott. Letzte Schlägerei war vor halbes Jahr oder so. Nein, vor 2 Wochen. Vor 2 Wochen? Ja, ja. Warum? Ja, die haben gemuckt und so und dann sind die drauf. Nee, ich bin nicht draufgegangen, die sind draufgegangen und so. Krasseste Schlägerei, guck mal, typische Schlägerei in Frankfurt. Flasche auf den Kopf,
Was soll ich sagen? Mir fällt nichts ein. Ich hoffe an der Mutter. Das reicht doch auch. Sag ja, so. Schön und sag gar nichts. Wir haben nichts gesagt, alles gut. Und sonst, wie läuft das Leben? Ich hab doch gesagt, gut. Bei dir? Ey, komm mal her. Ektyp, komm mal her. Hör zu, Leute, gib mal her. Auf jeden Fall, Leute, der geht live, der redet scheiße über mich. Der packt irgendwelche Sachen. Ich höre, versuch gar nicht auf cool zu machen vor die Kamera. Bleib bodenständig, wie ich es gerade mache. Du bist halbe Aufweige, bei Gott. Aber er hat gegen Nadja gewonnen. Hört, juck mich nicht. Halbe Aufweige bist du. Okay, hör zu, stimmt es, was du gesagt hast im Livestream? Was denn? Das, was du geredet hast. Nicht alles. Nicht alles, was stimmt denn da? Komm, pack aus. Ich stimmt nicht, Leute. Der redet nur Scheiß über mich. Keine Hobbys. Der muss ja irgendwie seine Klicks machen, Leute. Guck mal, ich sag mal so, jetzt Respekt an dieser Stelle. Ja, guck mal, wenn ich was gesagt habe, Huda, dann tut's mir vom Herzen leid. Das was ich gesagt habe, das macht man nicht. Und ich bereue es gerade selber im Moment. So. Ja, tamam, Entschuldigung eingenommen. Jalla. Weil du eigentlich, guck mal, ich weiß aber nicht. Ich hoffe, du redest nie wieder Scheiße über mich. So, wenn das nicht stimmt, halt deinen Mund, Alter. Tamam, okay. Es geht mir nur darum, guck mal, es gibt Leute, die haben das und das gesagt. Natürlich habe ich es dann geglaubt, Leute. So. Und ich hätte guck nachdenken mal, ich sollen. Ich höre viele Sachen von dir, okay? Ob du Ding. Im Endeffekt mag ich dich so eigentlich so. Ja, warum redest du Scheiße über mich? Das hat überhaupt gar keinen Sinn, was du gerade sagst. Ich wollte nur ein bisschen lustig sein. Also lustig? Ich, indem du Scheiße in der Öffentlichkeit ziehst oder was überhaupt gar nicht stimmt oder was? Fragen wir doch mal Ektyp. Ektyp, hast du mal eine Schlägerei? Hast du nicht letztens eine stichfeste Weste an? Ja, okay, ich hatte vielleicht eine, aber so. Und was war das Krasseste, was du so erlebt hast, was eine Auseinandersetzung angeht? Oh, ich weiß nicht mehr, du. Ich weiß wirklich nicht mehr. Ja? Das sind keine schönen Tage. Voila. Keine gute Phase. Ja, alles gut, bist noch da, Mann. Bin ich, guck mal, eigentlich bin ich nicht so dieses Schießen. So. Ich kann auch natürlich korrekt sein. Ich möchte zu Huda und Sonja gute Bindung haben. Nein, Mann, Ektyp, du bist eine ein crazy Typ. Situation auf jeden Fall. Wir haben dich noch nie so traurig gesehen. Der braucht ein bisschen Dua und so, Leute. Bitte, der hat Jeans in sich. Ey, der hat mit mir in ein Ding in meiner Stadt in Spanien gewohnt. Echt? Ja. Kannst du Spanisch? Ja. Yeah. Spanisch. Deutsch? Deutsch, nein, ein bisschen. Frag ihn mal auf, komm mal hier. Frag ihn mal auf Spanisch, ob er eine Schlägerei hatte. Das Pelle in Alemania und in España, una pelea. En Alemania bastantes veces. No, en Alemania no, pero en España sí. In Spanien hat er öftere Schlägereien gehabt, aber hier in Deutschland nicht, weil hier die Leute sind irgendwie locker drauf. Okay, was war die krasseste Schlägerei, die er in Spanien hatte oder was er gesehen hat? ¿Cuál fue tu pelea más grande en España? La más peligrosa. En España. Sí. Solo pegamos a los españoles. Pero cómo, cómo? La más grande, la más peligrosa. Ya dime cómo fue la más grande pelea. Ah, ¿cómo fue? Con botellas, con... Botellas. Sí, botellas. Mes. No, botellas. Hermos, Messer, Flasche, alles mögliche. Hat er sich mal so verletzt, dass er ins Krankenhaus kam? Das war una, ¿cómo se llama? Zirkfische... Ah, sie nunca me han dado? Sí, sí. No, a mí nunca me han dado. Nein, noch nie. Hat sich für dich in Frankfurt was geändert? Viele YouTuber auf einmal hier, ne? Ja, immer mücken, immer. Ja, komm, leck meinen Schuh. Komm. Wer redet mit dir? Leute. Ich habe ein Angebot an Huda. Ich kann dich auch zum Essen einladen, so auf netter Basis. So. Kein Streit. Guck mal, ich nehme dir nichts übel, weißt du? Ich kenne dich mittlerweile. Ich weiß, küsst Wänden und so. Du tust mir selbst leid, weißt du? Deswegen, ich nehme dir nichts übel. Weißt du, aber red nicht scheiße über mich. Weil es kommen so Kinder von der Ecke und die glauben alles, was du sagst. Die sehen dich als Idol, weißt du? Er hat aber deine Freundin da. So, ich mache es. Ich rede mit dir. Pobre. Ich rede mit dir. Du sagst halt, der Maul am Anfang. Was sagst du? Dann red nicht in Kamera rein. Das ist klar. So, du seist, Digga. Rede nicht mit mir, so ist er. Was? Hast du Probleme mit mir? Hast du nicht dein Problem? Hey. Warte, warte. Okay, du wirst ruhig. Ist dein Problem? Lass! Mach Kamera weg, mach Kamera weg von dem. Was? Sieh dir das! Komm raus, dann komm da in die Ecke. Komm mit, dann. Ich f*** das Ding zurück am Monat. Kannst du kurz schildern, was da passiert ist?
Ergebnis eigentlich verdient. Ja, nein, sag mal wirklich, was da passiert ist. Also da ist eigentlich gar nichts passiert. Es wurde einfach hinter der Kamera gegen deine Freundin und so weiter geschossen, während die einfach draufgehalten haben auf die Leute, die bei dir filmen, im Video mitmachen. So, Ship Door. Also dann hat er sich darüber auch, eine gewisse Person sich darüber aufgeregt, dass, was war das eigentlich jetzt? Was hat er gesagt? Mach die Kamera weg, hat er gesagt. So, glaube ich, ja genau. Ihr filmt meine Leute, sagt er, obwohl es die Leute von uns sind, ja? Ob es Ecktube ist oder Huda, egal. Und daraufhin hat er halt zu Anna hinter der Kamera gesagt, halt deine Fresse, verpiss dich und so weiter. Auch zu meiner hübschen Kamerafrau wurde gesagt, verpiss dich oder halt die Fresse, was war das, halt die Fresse. Und daraufhin habe ich gesagt, rede noch einmal so, Digga, das ist so dünnes Eis, ganz dünnes Eis. Dann werde ich, wirst du sehen, was ich mit dir anstelle. Leute, falls viele sich jetzt fragen, ist wie gesagt eigentlich mein Kindheitsfreund so, ja, also wir sind zusammen aufgewachsen. Dann würde ich gerne mal die Wahrheit von dir wissen. Also viele, das sind, ich bin ein Typ, der jetzt nicht gerne die Dreckwäsche in der Öffentlichkeit wäscht, okay? Ich will sowas gar nicht an die Öffentlichkeit bringen, weil wir schon mal sowas hatten, dass wir an die Öffentlichkeit gegangen sind. Also ein zweites Mal wollen wir das nicht machen. Wir klären das privat. Und das, was jetzt auf TikTok rumgehen wird, wird sich natürlich rumsprechen. Und wenn man halt emotional gekränkt ist und auf 180 ist, oder dann sagt man Sachen, die man später bereut oder die man gar nicht sagen will. Und das sind so Sachen wie und Mutter, ja, und so. Natürlich, das sind ja auch so Sachen, die man das einfach in der Schlägerei oder bei Stress einfach so sagt, die man einfach aber gar nicht so meint. Es war nicht trotzdem schön. Trotzdem bin ich dafür, dass die Leute mal kommentieren, ob die Bock haben auf einen Boxkampf. Den Leute egal, Schock, da Schock, einfach, was passiert ist. Das stimmt alles gar nicht. Das war alles aber wenn jetzt viele Videos rumgehen. Scheiße, cut.